Hallo, liebe Freunde, Spiel 7 Days to Die. Willkommen in der Hornacht am Tag 14. Ich hoffe, es geht alles gut. Ich habe die beiden Dinger hier stehen lassen, die Kühltürme. Weil höchstwahrscheinlich schlagen die Zombies die weg. Ich kann nur hoffen, dass die Zombies an der richtigen Seite in mein Gebäude reinkommen. Also von oben oder von unten. Und sofort den Weg zu mir finden, damit sie mir nicht zu viel kaputt schlagen. Na gut, da können sie durchkloppen. Radioaktive Gebiet laufen. Joade steht auf 8 Enemies. Das ist zwar jetzt nicht viel, aber dadurch, dass ich letztes Mal gestorben bin während der Horde, konnte ich nicht höher gehen. Boah, die haben aber... Die hauen fest dazu, da ich brauche mehr Bendis. Also wie schon gesagt, entweder die hauen fest dazu, oder ich brauche mehr Bendis. Guck mal, was da gut hinrennen kann.
Man hat sich schon wieder alles beruhigt. Sieht so aus, als wenn es das fast war oder ganz war. Vielleicht kommen sie jetzt noch einzeln. Zombies hier sind irre schnell. Vor allem die Großen, die zu viele Wachstumshormone gekriegt haben. Mach doch den Scheiß jetzt! Also manchmal, ne? Ich denke, mit der Horde war es das ungefähr wieder. Da kommt kaum noch was, habe ich gerade auch schon mal gesagt. Ne? Mir wird immer wärmer. Wieso? Ach so, radioaktiv. Ja. Hab ich? Ne, zum Glück nicht. Zu!
Tür rein, nicht in die Tür rein, habe ich gesagt. Ja, ich denke, damit war zu rechnen. Alleine schon, weil die Zombies so riesenhaft schnell sind. Habe ich denn die Knarre nicht geladen? Doch. Gott, der hat den gerade nicht geschossen. Ja, toll. Toller Zombieschutz hier. Ganz toll gemacht. Klopstock. Doch radioaktiv. Scheißendreck. Das Schlimme ist, die Radioaktivität hört, glaube ich, auch nach dem Tod nicht auf. Kein Alkohol mehr. Trink! War doch gar nur irgendwo ein Hund. Ist der Typ oben? Sag mir bloß nicht meine Gehirnschienen da. Wir haben nur 22 Schuss. Dann müssen wir raufgehen, neue holen. Ich hab doch gedrückt! Ich habe auf jeden Fall die 2 gedrückt, damit ich den Klopstock auswählen konnte. Guckt, und das radioaktive Zeichen, das geht nicht mehr weg jetzt. Ich bin wieder gestorben, ich bin trotzdem noch radioaktiv. Das ist eine ganz große Kacke.
hatte ich in der Alpha 15 auch schon. Wenn du einmal irgendwo, bevor irgendwo weiter war, weg warst, radioaktiv gewesen bist, ich musste da einmal durch Navas gehen rennen, in einem privaten Spiel. Und ich habe das nicht mehr weggekriegt, hier die Radioaktivität, das Zeichen. Und da das erst am Tag 2 oder 1 oder 2 war, konnte ich mir den ganzen Spiel dann schenken. Alle 3 Tage gehst du kaputt an Radioaktivität und das bringt dir nichts. Die Arme nicht hochgekriegt, Zombie, hä? Ich bring das ganze Zeug jetzt mal wieder weg.
Ja, liebe Leute, die Horde ist zu Ende aufgeräumt, die ist auch. Wie gesagt, die Zombies sind so irre schnell hier, das habe ich bis jetzt, also in Vanille sind die nicht so schnell. In Vanille kann ich den wegrennen und hier haben die mich innerhalb drei Schritte ein. Und die haben Bums drauf im Moment, das ist schon nicht mehr schön. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt in die Mine wieder ein bisschen Strecke machen und gucken, ob wir irgendwelche Steine oder Kuh oder sonst was kriegen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 16 wieder. Tschüssi.